Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Review von uns. Es geht um den Maracuja Heaven von Dubaco. Wir rauchen im... Ist das China oder was? Vortex? Das ist der normale NP-Kopf. Ach, der normale NP-Kopf. Der gute alte NP-Kopf. Sehr zu empfehlen, wenn man Tabak sparen will. Wir haben da jetzt, glaube ich, nur 5 oder 6 Gramm drin. Rauchen mit 2 Bambucha-Kohlen und einer vollen Lochung. 2 Lagen Alufolie. Michi kann euch gleich mal den Schnitt zeigen. Ja, hier ist das gute Stück, das was ich bekommen habe. Autofokus will gerade nicht funktionieren. Vielleicht ein bisschen weiter weg, ne? Da jetzt so. Ja, brauner Tabak, ein bisschen heller natürlich im Licht. Grundtabak, weiß ich nicht ganz genau, was das für einer sein soll. Ist aber gut geschnitten, schön feucht für deutschen Tabak. Und gut zum Kopfbauen geeignet. Also klebt auch nicht im Kopf, wenn man fertig mit dem Rauchen ist, wie Phantasia, was ich gerade wieder bemerken durfte. Allein schon deswegen rauche ich nicht mehr so auf Phantasia. 100 Gramm Dubaco kosten 14 Euro. Preis-Leistungs-Verhältnis denkt man jetzt, was? Sehr, sehr teuer, aber man verwendet im Kopf, in so einem Kopf höchstens 3 Gramm. Da werden da mehr drin. Ich habe es gleich 4 reingemacht oder so. Okay. Also nicht mehr. Zumindest, dass man einen großen Abstand hat. Ja, Anrauchphase ist immer sehr schwer. Die ersten 4-5 Minuten drückt das Ganze sehr extrem. Wird wahrscheinlich an dieser Mixtur liegen, damit das Ganze überhaupt raucht. Hat man diese Phase überstanden, fängt der Tabak an, seinen Geschmack zu entwickeln. Und ja, gut. Wie riecht er denn eigentlich? Sag mal kurz, wie er riecht. Okay, mal kurz. Der Tabak riecht ziemlich säuerlich. Ja, vielleicht so ein Tick nach Maracuja, jetzt aber eigentlich nicht so, wie man das vorstellt. Ich habe da mal diesen Maracuja-Saft von Rewe im Kopf. Wie heißt der? Happy irgendwas? Happy Day. Happy Day? Maracuja-Saft? 1,69 Euro, 1 Liter Packung, perfekt zum Wodka mischen. Also daran erinnert ihr jetzt vom Geruch nicht. Allerdings finde ich vom Geschmack viel mehr. Also es schmeckt echt richtig gut nach Maracuja, dieses Heaven-Namen. Also eher so ein bisschen, ich denke mal, ja, wie die Tabakindustrie das eben macht. Decken sich ja immer ganz tolle Namen aus. Tabak einfach nur Maracuja zu nennen, wäre natürlich langweilig. Der ist echt ganz lecker. Wir rauchen dazu mit unserem Crystal Tube, den es wieder bei uns im Shop gibt. Nächsten 200 Dollar für 25 Euro. Dazu muss man noch sagen, wir haben jetzt gerade, um noch ein paar News reinzukriegen, wir haben gerade die 1 Million Views geknackt. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an euch alle, an unsere Abonnenten, an die ganzen anderen Viewer. Jetzt wieder zum Tabak. Schmeckt original. Schmeckt echt nach Maracuja. Also total nach diesem Maracuja-Saft, hat dieses leicht säuerliche mit drin. Und schmeckt echt einfach. Ja, säuerlich, schön fruchtig, süß noch so ein bisschen so. Wie Maracuja halt. Ja. Einfach. Also, wer das Ganze mal wirklich richtig vergleichen will, kann einfach mal in den Rewe-Markt gehen zum Beispiel. Ich glaube, ja, den hat nur Rewe, ne? Ich weiß. Also es kann sein, dass es eine Marke ist, die es allgemein in vielen Läden gibt. Also Läden wie Aldi und Lidl haben das natürlich nicht, aber es kann sein, dass Läden wie Edeka das auch noch haben oder Netto. Ja. Und kostet 1,69 Euro, 1 Liter, sehr teuer. Aber es gibt auch andere Sorten wie Granatapfel, Cranberry und so. Also exotische Sorten, die es normalerweise so als Getränk nicht gibt. Sehr lecker das Ganze, perfekt zur Mischung von Alkohol. Schmeckt original danach. Also was draufsteht, ist auch drin. Wenn man jetzt diese eklige Anrauchphase abzieht und den etwas mangelnden Rauch gerade, wobei das schon Setup-bedingt sein kann, gebe ich dem Tabak, der wirklich länger ist, 13 von 15 Punkten. Ich gebe dem... Ich gebe dem 12. 12 Punkte. Man muss sich an Dubaco erstmal gewöhnen, der ist so ein bisschen eigenen Geschmack und hat auch durch diese Anrauchphase, ist das am Anfang mal ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt, wenn er erstmal so seinen Geschmack entfaltet hat, der ist echt lecker, der trifft sein Thema, also seinen Namen komplett eigentlich. Ja. Und ja, ist echt ein sehr leckerer Tabak, also nur zu empfehlen. Das sollte eigentlich soweit schon gewesen sein. Ja, da freut man sich doch auf die weiteren Sorten wie Schokomint. Ja. Ich glaube, da freut sich Finn besonders drauf. Nur Red Orange, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Erinnert mich an etwas an Red Sunset von Shisha King. Und was habe ich denn da noch liegen? Irgendwas habe ich da noch liegen. Haus habe ich noch da liegen von Phil Pulse und ja. Und Mango Dream habe ich da auch noch liegen. Es wird auf jeden Fall noch einiges. Also es werden noch 4 Sorten circa kommen erstmal. Und ja, das war erstmal wieder ein wunderbares Review von uns.
Ich habe einiges an Bildern bekommen für das Weihnachtsintro. Ich habe Finn das Intro mal vorher gezeigt, so das Template. Das ist echt cool. Hat mich schon gestaunt. Und ja, wenn ihr sonstige Fragen habt oder anderes, dann schreibt nicht bei YouTube bitte, weil schreibt mir lieber eine E-Mail oder schreibt Finn. Genau, schreibt uns eine E-Mail. Oder bei Facebook. Das machen immer mehr Leute. Einfach bei Facebook adden, facebook.com/shisha4you. Dann seid ihr direkt auf mein Profil und unter meinen Freunden findet ihr dann natürlich auch Michelle. Und da könnt ihr uns auch einfach anschreiben, adden, hinzufügen, sonst was. Ja, das war's eigentlich soweit. Ja. Kurz, knackig, länger. Bis zum nächsten Review. Bis zum nächsten Review.